Blog, passend zu meinem spirituellen Blog auf www.susannabelloni.ch. Der Artikel, den ich dir jetzt vortragen möchte, heißt Angst oder Liebe? Was wählst du? Warnung. Man könnte sich von der Angst abbringen lassen, die Liebe zu leben. Die Motivation unserer Handlungen und Worte ist wichtig, denn sie bestimmt ja auch, was wir aussenden und was auf uns zurückkommt. Und gräbt man immer tiefer, dann kommt man eigentlich auf zwei grundsätzliche Pole. Angst oder Liebe? Ja, respektive Kopf oder Herz. Man mag die Gefühle, die aus der Angst resultieren, ja auch Stress nennen oder Befürchtungen, solange sie noch nicht so intensiv sind. Und ja, manchmal passiert es aber auch, dass uns eine lähmende Panik ergreift. Aber zumeist benutzen wir dann die Worte wie müssen oder ich sollte, um unsere zwanghaften Vorsichtsmaßnahmen irgendwie zu rechtfertigen. Ehrlichkeit zu sich selbst. Es ist unmöglich, alles, was man so denkt, zu hinterfragen. Und das ist ja auch nicht der Ausweg. Viel leichter ist es, ins Spüren zu kommen und dem Verstand weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Befindet man sich allerdings gerade in einem Zustand der Aufruhr, also wenn die Gedanken gerade wild kreisen, dann muss man sich wirklich zuerst einmal beruhigen und den Geist wirklich mal runterfahren. Weil erst dann kann man seine Gefühle wieder richtig wahrnehmen und im Hier und Jetzt ankommen. Und erst dann ist eine bewusste Entscheidung für das gute Gefühl wieder möglich. Und das ist auch gleichzeitig eine Entscheidung für dich selbst. Denn will ich mich heute gut fühlen, dann kann ich auch ein positiver Einfluss für andere sein. Ich kann mich nicht immer von der Angst treiben lassen, und glauben Sie, pflanzt sich nicht fort. Auch wenn die anderen noch so großes Verständnis haben. Im Prinzip möchte ich ein guter Einfluss sein. Das heißt, auch ich sollte mich von meinen positiven Motivationen, von meinem positiven Gefühl leiten lassen. Aber das mit dem Ruhig und Klarwerden ist nicht so einfach, gebe ich zu. Weil viele unserer Gedanken erzählen uns, was wir zum Glücklichsein brauchen. Aber die sind alle unwahr. Es ist vielmehr die Abwesenheit von negativen Gedanken, die uns gut fühlen lässt. So wie ein strahlend blauer Himmel, wenn die Sonne strahlt. So können wir mit einem klaren Geist auch uns selbst leuchten lassen. Deswegen ist auch manchmal ratsam, auf schöne Erlebnisse aus der Vergangenheit zurückzugreifen, um diesen hyperaktiven Verstand mit etwas Schönem zu beschäftigen, anstatt mit Sorgen oder Ängsten. Und diese Dankbarkeit und Freude für Erlebtes hilft uns weiter. Einerseits kommen wir dadurch zur Ruhe, der Verstand kommt zur Ruhe und wir kommen wieder in ein positiveres Gefühl. Und durch dieses positive Gefühl können wir dann wieder weitere für uns positive Momente erschaffen, die wir positiv sehen oder zumindest neutral. Was du liebst, das lässt du los. Diese Dankbarkeit für schöne Augenblicke, dieses Gefühl der Liebe und Zufriedenheit ist oft nicht genug. Wir wollen mehr davon. Doch genau in diesem Bewusstsein liegt auch schon wieder ein bisschen eine Falle.
Es ist ja ganz natürlich, mehr Schönes zu wollen. Und das ist auch richtig. Wir dürfen nur nicht in die Falle tappen, dass wir es erzwingen wollen oder ihm hinterherlaufen. Und das ist das wahre Loslassen. Nämlich die Zuversicht und Gelassenheit, dass sich großartige Dinge unseres Lebens auch wiederholen werden. Und bei weitem nicht begrenzt sind. Deshalb ist dieser Blick in die Zukunft genauso tückisch wie sinnvoll. Denn einerseits tut es gut, sich tolle Dinge vorzunehmen. Und andererseits kann genau bei diesem Gedanken der Angstteufel wieder zuschlagen. Also geht man mit den Wiederholungen von bereits erlebten tollen und wunderschönen Momenten im Geiste eigentlich auf Nummer sicher. Aber jetzt ist der Augenblick der Macht. Im Jetzt anzukommen ist meistens der beste Weg, sofern man sich bewusst ist, dass man ohnehin ständig unterwegs ist und selbst das Steuer in der Hand hat. Zumindest was das Lenken unserer Aufmerksamkeit und unserer Gedanken angeht. Doch auch da sind oft Tricks gefragt, weil wir mental doch nicht so fit sind oder zumindest noch im Training. Allerdings ist die bewusste Wahrnehmung von der Unendlichkeit aller Möglichkeiten und die Anerkennung der eigenen Kreation die Belohnung. Denn nur in der Leere des Augenblicks angekommen, werden wir uns unserer unendlichen Schöpferkraft bewusst. Sie ist die Macht und die Lebensfreude der weltlichen Existenz, der spirituelle Ursprung der Schöpfung. Manche nennen sie auch Liebe, denn man fühlt sich eins mit allem. Meditation oder Mentaltraining? Deshalb ist ja auch klar, warum die Kontrolle über diesen Verstand so wesentlich ist. Denn er ist eigentlich wie ein Auto, das wir benutzen, um voranzukommen. Aber nicht das Auto soll bestimmen, wohin wir fahren oder uns gar behindern, sondern das Bewusstsein soll lenken. Dieses Fahrtraining ist durch viele Techniken und Übungen erlernbar. Aber auch ein gesunder Lebensstil und eine positive Umgebung sind extrem förderlich. Es ist genau diese Disziplin, die uns aus Asien durch buddhistische Mönche und andere spirituelle Lehrer bekannt geworden ist. Und es ist viel mehr als nur Gedankendisziplin, sondern es ist diese grundsätzliche Fähigkeit, sich selbst ein gutes Leben zu gestalten. Und jetzt kommt ein Trick. Trick 17 habe ich ihn getauft. Eine Frage, die wir uns in schwierigen Situationen immer stellen können, ist: Handle ich jetzt gerade aus Angst oder aus Liebe? Also gerade wenn wir im Stress sind oder tatsächlich Panik haben, denken wir ja häufig, wir werden jetzt die Angst nur los, wenn wir die Situation verändern oder uns besonders anstrengen oder weglaufen, so etwas. Tatsächlich aber lässt sich gegen die Angst gar nicht ankämpfen. Zumindest nicht, ohne sie nicht noch größer und zu einem noch härteren Gegner zu machen. Einfacher ist es dabei, sich selbst zu fragen, wie man jetzt aus Liebe handeln würde. Und dazu genügt es manchmal nur, an jemanden zu denken, den man sehr, sehr gerne hat, um sich wieder an dieses Gefühl wie an einen Leitfaden zu orientieren. Was würden wir für diese Person oder mit dieser Person jetzt machen? Oder was würde diese Person uns raten? Ika Pono Mea. Alles ist gut und alles ist richtig.
Aloha.